Eine geschwächte Beckenbodenmuskulatur kann vielfältige Ursachen haben. Eine der häufigsten bei Frauen ist die Geburt eines Kindes. Weitere, die Männer und Frauen betreffen, können beispielsweise ein starkes Übergewicht, zunehmendes Alter oder ein schwaches Bindegewebe sein. Zu den Folgen einer schwachen Beckenbodenmuskulatur zählen unter anderem diverse Formen der Inkontinenz, eine reduzierte Sensibilität der Geschlechtsorgane, undefinierbare Schmerzen im unteren Rücken und mehr. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Elane 701.00 Phase I Aktiv Beckenbodentrainer Mantra Sports Pilates Ring Beckenbodentrainer. Bei den Beckenbodentrainingshilfen Phase Aktiv von Elane handelt es sich um 4 tamponförmige Konen mit unterschiedlichen Gewichten. Die zur Verfügung stehenden Gewichte wiegen 20, 28, 52 und 71 Gramm. Das Training der Beckenbodenmuskulatur erfolgt durch das Einführen eines Konus in die Vagina. Um ihn nach dem Training zu entnehmen, ist er mit einem tamponähnlichen, dünnen Bändchen aus Kunststoff ausgestattet. Dem Hersteller zufolge reichen bereits 2x täglich bis zu 10 Minuten Training aus, um die Beckenbodenmuskulatur gezielt zu trainieren und nachhaltig aufzubauen. Zu Beginn kann es sein, dass der Beckenbodentrainer schon nach wenigen Sekunden oder Minuten herausrutscht. Die Muskulatur ist noch nicht stark genug, um ihn zu halten. Bei einer regelmäßigen Durchführung des Trainings sollen sich die Trainingsphasen verlängern. Verschreibungsfähig als Rezept, dem Hersteller zufolge ist der Beckenbodentrainer ein in Deutschland hergestelltes Medizinprodukt mit der Hilfsmittelnummer 15.25.19.0027. Die Hilfsmittelnummer gibt demnach an, dass die Funktionstauglichkeit, die Sicherheit, die indikationsbezogenen Anforderungen und der medizinische Nutzen vom Hersteller nachgewiesen wurden. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Beckenbodentrainingshilfenphase aktiv per Rezept zu erhalten. Voraussetzung ist, dass das Training aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist und vom behandelnden Arzt verordnet wird. Für die Auswahl des passenden Gewichts empfiehlt der Hersteller, ein Gewicht auszuwählen, das spürbar ist, sich aber gut halten lässt. Eine genaue Anweisung zur Auswahl der Gewichte und ein Übungsheft mit Trainingsanweisungen sind demnach im Lieferumfang enthalten. Wie Elane angibt, eignen sich die Konen besonders für Frauen, die einer Blasenschwäche vorbeugen oder eine bestehende Blasenschwäche durch den Aufbau der geschwächten Beckenbodenmuskulatur reduzieren möchten. Sie können demnach außerdem während einer unkomplizierten Schwangerschaft zum Einsatz kommen, um den Beckenboden zu kräftigen oder nach der Schwangerschaft zur Unterstützung der Regeneration des Beckenbodens. Die Elane Beckenbodentrainer bestehen aus einem Aluminium- oder Stahlkern mit einer glatten Ummantelung aus Kunststoff. Für eine hygienische Reinigung sollten die Trainingshilfen entsprechend der Herstellerempfehlung nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und Seife abgewaschen oder mit einem handelsüblichen Hautdesinfektionsmittel behandelt werden. Vor einer erneuten Verwendung sind Reste von Seifen oder Desinfektionsmitteln gründlich abzuspülen. Welche Arten von Beckenbodentrainern gibt es? Die Varianten in Form eines Konus oder einer Kugel sind für Frauen gedacht und werden in die Vagina eingeführt. Außerdem gibt es Beckenbodenklammern, die äußerlich zum Einsatz kommen und sich für beide Geschlechter eignen. Letzteres gilt teilweise ebenfalls für elektrische Beckenbodentrainer. Sie ermöglichen ein passives Training der Beckenbodenmuskulatur. Mehr Informationen zu den einzelnen Arten, ihrer Anwendung sowie die Vorteile und Nachteile finden sich im Ratgeber. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Amorado Beckenbodentrainer Elane 701.00 Phase I Aktiv Beckenbodentrainer. Das Beckenbodentrainer-Set von Amorado besteht aus 3 Vaginalkugeln. Sie sind in Pink gestaltet und eignen sich für Frauen. Mit ihrer Hilfe soll es möglich, den Beckenboden zu stärken und die Durchblutung zu verbessern. Die Kugeln werden aus Silikon gefertigt. Das Material ist laut Hersteller sehr weich und hautverträglich. Die Amorado Beckenbodentrainer sollen einen guten Halt bieten und komfortabel zu tragen sein. Zu den 3 mitgelieferten Trainingskugeln gehören: eine Kugel mit einem Gewicht von 40 Gramm und einem Durchmesser von 3,5 cm. Eine Doppelkugel mit einem Gewicht von 56 Gramm und einem Durchmesser von 2,8 cm.
Eine Doppelkugel mit einem Gewicht von 65 Gramm und einem Durchmesser von 3,5 cm. Anfangs sollte die 40 Gramm Kugel zum Einsatz kommen. Nach einer Weile ist es möglich, auf die schwereren Doppelkugeln umzusteigen. Wer die Beckenbodentrainer von Amorado verstauen möchte, kann den mitgelieferten Beutel oder die mitgelieferte Aufbewahrungsbox verwenden. Ist das Training mit einem Beckenbodentrainer mit einer Verhütungsspirale möglich? Grundsätzlich ist das Beckenbodentraining mit einer eingesetzten Verhütungsspirale möglich. Sicherheitshalber sollte es vorher mit dem behandelnden Frauenarzt abgeklärt werden. Eine Ausnahme bilden elektrische Beckenbodentrainer, die sich nicht für eine Anwendung bei einer eingesetzten Verhütungsspirale eignen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Gleitzeit Beckenbodentrainer. Der Gleitzeit Beckenbodentrainer ist für Frauen gedacht. In seinem Lieferumfang befinden sich zwei unterschiedlich große Vaginalkonen. Sie können laut Hersteller zum Einsatz kommen, um eine Blasenschwäche vorzubeugen oder zu verringern. Daneben eignen sie sich gemäß Herstellerangaben beispielsweise dazu, eine Beckenbodenschwäche während der Schwangerschaft vorzubeugen. Mithilfe der Vaginalkonen soll es möglich sein, die Vaginalmuskulatur und den Beckenboden zu stärken. Sie werden in Deutschland hergestellt und bestehen aus medizinischem Silikon. Die Trainingskonen sind mit Kegeln ausgestattet, in denen sich jeweils eine Kugel befindet. Die Kugel schwingt gemäß Hersteller durch Bewegungen und sorgt so für eine Stimulation, die den Muskelaufbau fördern soll. Die Beckenbodentrainer von Gleitzeit sollen einen hohen Tragekomfort haben. Sie verfügen laut Hersteller über eine glatte Oberfläche und ein elastisches Rückholband. Neben den Trainingskugeln gehört eine Flasche Gleitgel zum Lieferumfang. Sie beinhaltet 100 ml. Mithilfe des Gleitgels soll das Einführen der Vaginalkonen einfacher gelingen. Das Gleitgel entspricht laut Hersteller dem vaginalen pH-Wert. Es ist wasserlöslich und kann auch für Sextoys aus medizinischem Silikon zum Einsatz kommen. Gibt es Beckenbodentrainer für Männer? Zu den Beckenbodentrainern für Männer zählen unter anderem alle äußerlich anwendbaren Trainingsgeräte, wie der Pilates Ring oder die Beckenbodenklammer. Zudem sind elektrische Beckenbodentrainer für Männer erhältlich. Sie haben eine einführbare Analsonde, die die Beckenbodenmuskulatur passiv über elektrische Impulse stärken soll. Der nächste Produkt ist Axion Stim Pro i2000 Beckenbodentrainer. Der elektrische Axion Beckenbodentrainer Stim Pro i2000 eignet sich ausschließlich für Frauen. Er soll die Beckenbodenmuskulatur mit Hilfe von Reizstromimpulsen stärken, indem eine Vaginalsonde eingeführt wird. Der Hersteller empfiehlt das Gerät zur Behandlung von Belastungs- und Stressinkontinenz und zur Rückbildung der Beckenbodenmuskulatur nach einer Geburt. Die Sonde ist per Kabel mit dem Beckenbodentrainer verbunden, der mit 5 voreingestellten Programmen in verschiedenen Intensitäten ausgestattet ist. Die jeweils voreingestellten Reizstromimpulse stimulieren Axion zufolge die Muskelfasern des Beckenbodens, sodass sie sich zusammenziehen und wieder entspannen. Auf die Art findet demnach ein passives Muskeltraining statt, weshalb sich der elektrische Beckenbodentrainer auch für Frauen mit einer außergewöhnlich geschwächten Beckenbodenmuskulatur eignet. Passives Muskeltraining mit einem Reizstromgerät trägt die Bezeichnung EMS-Training, was für elektrische Muskelstimulation steht. Zur Behandlung von Stuhlinkontinenz geeignet. Zur Behandlung von Stuhlinkontinenz ist eine zum Beckenbodentrainer gehörende Analsonde als Zubehör erhältlich. Sie ist in den Anus einzuführen und stimuliert dort passiv die betroffene Beckenbodenmuskulatur, um einer Inkontinenz in dem Bereich entgegenzuwirken. Die Vaginalsonde ist aus Edelstahl und hat einen Durchmesser von 2,5 cm und eine Länge von 14,7 cm. Das Kabel ist 30 cm lang. Für ein leichteres Einführen der Sonde ist im Lieferumfang ein Gleitgel enthalten. Die Anwendung findet im Liegen statt und laut Hersteller sind 20 Minuten Training pro Tag empfehlenswert. Für eine spürbare Kräftigung der Muskeln sollen demnach die zur Auswahl stehenden Programme im regelmäßigen Wechsel angewendet werden. Bitte beachten, der Hersteller warnt Träger von Herzschrittmachern, Menschen mit schweren Herzrhythmusstörungen und unter Epilepsie leidende Personen vor einer Anwendung.
Möglicherweise beeinträchtigen die elektrischen Impulse die Funktionalität des Herzschrittmachers oder lösen Herzrhythmusstörungen oder epileptische Anfälle aus. Frauen mit einer starken Gebärmuttersenkung wird empfohlen, die Behandlung zuvor mit ihrem Frauenarzt abzuklären. Der nächste Produkt in unserer Liste ist TENS Care iTuch Shure Beckenbodentrainer Axion Stim Pro i2000 Beckenbodentrainer. Der iTuch Shure von TENS Care richtet sich insbesondere an Menschen mit einer der verschiedenen Formen von Inkontinenz. Dem Hersteller zufolge bietet der elektrische Beckenbodentrainer klinisch getestete Programme, die bei regelmäßiger Anwendung den Beckenboden trainieren und die Folgen einer Stress-, Drang- und Mischinkontinenz verbessern. Die Anwendung gleicht denen der Konen für den Vaginalbereich. Der Unterschied ist, dass das Training mit elektrischen Impulsen statt der eigenen Muskelkraft erfolgt. Ein Vorteil der Anwendungsmethode soll sein, dass sie sich auch für Frauen mit einer stark geschwächten Beckenbodenmuskulatur eignet, die einen Konus nicht allein halten könnten. Mit Speicherfunktion für einfachere Handhabung, der Beckenbodentrainer merkt sich dank der Easy Start One-Touch Memory-Funktion das zuletzt verwendete Programm und die letzte Intensitätseinstellung. Beim Aktivieren der Speicherfunktion startet laut Hersteller das zuletzt verwendete Programm und die Intensität wird auf 75% des dabei verwendeten Niveaus zurückgesetzt. Mit den vier Tasten am Gehäuse des iTuch Shure werden das gewünschte Programm, die Trainingszeit und die Intensität eingestellt. Die Eingaben sind auf einer digitalen Anzeige ablesbar. Eine Sicherheitsabschaltung nach 20 Minuten soll die Überstrapazierung der Beckenbodenmuskulatur verhindern. Des Weiteren ist ein Verwendungsspeicher vorhanden, der die Verwendungsdauer und die durchschnittlich genutzte Intensität anzeigt. Der elektrische Beckenbodentrainer verfügt über vier vorinstallierte Programme. Urge zur Behandlung von Dranginkontinenz, das Programm soll bei einer täglichen Anwendung bereits nach wenigen Wochen zu einer Verbesserung ungewollter Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur führen. Stress zur Behandlung von Stressinkontinenz, bei einer täglichen Behandlung gemäß der Herstelleranleitung sollen nach etwa 3 Monaten die ersten Veränderungen spürbar sein. Die Stärkung der Beckenbodenmuskulatur soll durch eine sanfte Stimulation mit Hilfe elektrischer Impulse erfolgen und einen unkontrollierten Harndrang, ausgelöst durch Niesen, Husten oder körperliche Anstrengung, spürbar verbessern. Mix zur Behandlung von Stress und Dranginkontinenz. Das Programm richtet sich nach Angaben von TENS Care an Menschen, die mit beiden Formen der Inkontinenz kämpfen oder nicht wissen, um welche der beiden Formen es sich handelt. Tone für den Erhalt einer kräftigen Beckenbodenmuskulatur. Nachdem die Beckenbodenmuskulatur durch das Training mit den zuvor beschriebenen Programmen gestärkt ist, soll eine zweimalige Anwendung pro Woche mit dem Tone-Programm die gestärkte Beckenbodenmuskulatur erhalten. Der TENS Care Beckenbodentrainer ist entweder in Kombination mit oder ohne ein Gleitgel erhältlich. Zum Lieferumfang der hier vorgestellten Variante gehören der iTuch Shure Beckenbodentrainer, eine Vaginalsonde, ein Kabel für die Sonde, 2 2A-Alkali-Batterien, eine Bedienungsanleitung und ein Aufbewahrungsbeutel. Was schwächt die Beckenbodenmuskulatur? Eine geschwächte Beckenbodenmuskulatur kann verschiedene Gründe haben. Dazu gehören unter anderem Entbindungen, eine Bindegewebsschwäche, Übergewicht, zunehmendes Alter, eine schlechte Haltung, Operationen und eine chronische körperliche Überlastung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ikarian Kegelball-Set Beckenbodentrainer. Das Kegelball-Set des Beckenbodentrainers von Ikarian beinhaltet 5 tamponähnliche, aber runde statt kegelförmige Silikonkugeln mit unterschiedlichen Gewichten. Das Gewicht der Kugeln beträgt 35, 50, 65, 80 und 100 Gramm. Für ein handliches Ein- und Ausführen hat jede Kugel eine Art Griff, an dem sich ebenfalls eine kleine Kugel befindet. Das besondere Design der Ein- und Ausführhilfe soll ein zu tiefes Hineinrutschen in die Vagina verhindern und das Ein- und Ausführen komfortabler gestalten. Außerdem gibt der Hersteller an, dass die ergonomische Form der Kugeln einen hohen Tragekomfort unterstützt. Aus medizinischem und hautfreundlichem Silikon, die Beckenbodentrainerkugeln und Griffe bestehen nach Herstellerangaben aus wasserfestem, medizinischem Silikon, das zu 100% frei von dem Weichmacher BPA ist. Für ein effektives Training zum Aufbau der Beckenbodenmuskulatur empfiehlt Ikarian,
das Training mit dem ersten Gewicht für etwa 3 bis 15 Tage durchzuführen. Anschließend folgen demnach tägliche Trainingseinheiten mit dem zweiten Gewicht für etwa 15 bis 20 Tage. Alle weiteren Trainingseinheiten mit den nachfolgenden Gewichten sollen täglich für 15 bis 30 Tage durchgeführt werden. Laut Hersteller eignet sich das Kegelballset für folgende Anwendungsziele: Vorbereitung der Beckenbodenmuskulatur auf eine anstehende Geburt und Reduzierung einer zu starken Erschlaffung danach. Rückbildung und Regeneration der Beckenbodenmuskulatur nach der Geburt. Hilfe bei Blasenschwäche und Inkontinenz. Verbesserung der Durchblutung und Stärkung der Vaginalmuskulatur für intensivere sexuelle Empfindungen. Für eine hygienische Aufbewahrung und den Transport gehört ein Aufbewahrungsbeutel zum Lieferumfang. Der Hersteller bietet eine 100%ige Geld-zurück-Garantie an. Bei Unzufriedenheit mit dem Produkt oder anderen Problemen kann der Ikarian Beckenbodentrainer demnach innerhalb von 30 Tagen und ohne Angabe von Gründen zurückgesendet werden. Welcher Sport ist schlecht für den Beckenboden? Alle Sportarten, die den Beckenboden regelmäßig stark belasten, sind weniger geeignet. Dazu zählen unter anderem Trampolinspringen, Volleyball und Bodenturnen. Der nächste Produkt ist Nook Beckenbodentrainer. Die Marke Nook ist bekannt für Babyartikel, weshalb sich der Nook Beckenbodentrainer insbesondere an Frauen nach einer Schwangerschaft und einer Geburt richtet. Die tamponähnliche Form sowie die glatte Oberfläche unterstützen nach Angaben des Herstellers einen hohen Tragekomfort und ermöglicht ein diskretes Training im Alltag. Ziel des Trainings ist demnach, die Beckenbodenmuskulatur nach Schwangerschaft und Geburt gezielt aufzubauen und zu stärken. Dazu gerät die Kugel im Inneren bei körperlicher Aktivität in Schwingung, was die Muskulatur stimulieren soll. Von Hebammen empfohlen, Nook gibt an, dass die Herstellung des Beckenbodentrainers in Deutschland erfolgt und Hebammen das Produkt überprüft haben und empfehlen. Die mehrwöchige praktische Überprüfung fand demnach im Jahr 2014 mit 59 Hebammen aus dem Forum hebiana.de statt. 85% der befragten Hebammen bewerten den Beckenbodentrainer dem Hersteller zufolge mit der Note gut oder sehr gut. Der Hersteller empfiehlt, den Konus vor jeder Anwendung auf sichtbare Beschädigungen zu überprüfen. Das Ein- und Ausführen gleicht demnach der Verwendung eines Tampons. Zum Ausführen befindet sich ein Rückholbändchen am Nook-Beckenbodentrainer. Für ungeübte oder eine allgemein leichtere Anwendung empfiehlt der Hersteller, ein wasserbasiertes Gleitmittel zu verwenden. Das Training kann demnach wenige Minuten bis mehrere Stunden pro Tag stattfinden. Was ist Rückbildungsgymnastik? Rückbildungsgymnastik umfasst spezielle Übungen für Frauen, die entbunden haben. Die Übungen sollen die Rückbildung der Bauchdecke, Gebärmutter sowie des Geburtskanals und Beckenbodens nach Schwangerschaft und Geburt in ihren normalen Zustand unterstützen. Der nächste Produkt ist Ogodial Beckenbodentrainer Set. Why you need ladies post, postnatal exercises, Supercone Trainer, Bladder Control, Pelvic Floor Exercise, Butt Training, Body Shaping, Hip Curve Clip can be used together with yoga. Erster Correct the Pelvis, Tighten the Pelvic Floor Muscles and further train the Pelvic Floor Muscles. Zweiter the Hip Muscles are fully activated, the hips are in the correct position, and the effect is doubled. Dritter ABS and Thigh Adductors work together to achieve a beautiful buttocks, slim waist and shapely legs. Vierter can relieve incontinence problems. Improve sexual function and promote intimacy. Easy to use. Erster place the hip trainer in the middle of the thigh. Heel and toe stand at 40 degree angle. Zweiter thighs and buttocks apply strength to grip the wings. Dritter the hips, thigh adductor, valgus and pelvic floor muscle move forward to the holding position. Vierter 7 seconds. Then relax, repeat cycle 8 times. Fünfter with 2 bis 3 repetitions per day, you can tighten your hips in 4 weeks. You will be surprised by how the contour of your hips improves. The shape of the legs is becoming more and more perfect. The waist is always more elastic. The figure is always becoming perfect. It is amazing. Box contents. Einmal Glute Muscle Trainer.
Ein Pilates-Yoga-Ball 25 cm. Einmal Yoga-Pull-Rope. 1 Resistance Band for Strength Training, 10 Pounds, suitable for light training. If you have any questions about our Kegel Hip Trainer, please feel free to contact us by email. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.